Was geht ab, Leute, und liebe Grüße aus Istanbul. Ihr wisst, was das heißt. Champions League Final-Vlog. Manchester City vs. Inter Mailand. Und erstmal, ich muss mich dahin setzen, ein riesen Dankeschön an euch alle da draußen, dass ich bei so einem Game dabei sein darf. Das ist einfach ein krasses Privileg, Leute. Wirklich, Menschen aus aller Welt kommen heute hier extra nach Türkei geflogen, um das sich live anzuschauen. Und es wird so oder so in die Geschichtsbücher angehen. Ich befinde mich hier auch schon in meinem Zimmer, hier mit dem Kleiderschrank, hier noch eine Sitzecke, Minibar, komme ich gleich dazu. Dann habe ich hier noch eine große Regendusche und noch, ja, halt die Keramik. Puh. Ich habe die Real Talk noch nicht einmal aufgemacht, ne? Bisher nur das Wasser da oben getrunken. Was haben wir denn hier alles drin? Aha, okay, noch so ein paar Snacks. Das ist hier so türkische, nee, das ist gar nicht türkisch, belgische Schokolade und Oreos. Okay. Und wenn man hineinkommt, hat man dann direkt diese View. Boah, die muss ich euch gleich auch nochmal detailreicher zeigen. Ich bin ja gestern Abend schon gelandet, deswegen ist es schon zerzaust. Oh! Oh! Ich liebe das immer, wenn hinter dem Bett so eine große Polsterung ist. Macht das irgendwie alles nochmal gemütlicher. Haben wir hier noch einen Schreibtisch. Und vielen, vielen Dank an EA Sports, denn die haben mich hier nach Türkei eingeladen, Leute. Welcome to the club. None of us can change the game like all of us. Und für die, die es noch nicht mitbekommen haben, der nächste FIFA-Teil wird nicht mehr FIFA heißen, sondern EA Sports FC. Und die haben auch ein neues Logo. Und das ist genau hier dieses Dreieck. Finde ich ganz passend, so wegen Tiki-Taka, Leute. Immer schön Dreiecke bilden im Fußball. Bei sowohl im virtuellen Game als auch im echten Leben natürlich. Immer schön die Steckpässe machen. Und die haben mir hier auch noch so ein Trikot zur Verfügung gestellt. Richtig cool. Das hat auch so ein, wie so ein richtiges Jersey, dieses originale Champions League Badge. Hier rechts noch das EA Sports FC Logo. Werde ich gleich mal anziehen. Dann haben wir hier noch so einen entspannten Sessel links, Schreibtisch halt. Aber das Beste am Zimmer ist einfach diese Aussicht. Wirklich atemberaubend. Schau mal, da hinten habe ich sogar so eine goldene Moschee entdeckt. Krass. Und hier unten kann man so ein bisschen noch den Verkehr beobachten. Ah ja, hier ist auch noch so ein offizielles Programmheftchen. Und wir werden gleich zu einer der schönsten Moscheen der Welt fahren. Direkt am Bosporus. Bestimmt extrem geil dort. Ihr wisst Bescheid. Erstmal so ein bisschen Touri-Content und danach gehen wir zum Stadion. Vamos, Chiquitos, Outfit of the Day. Ey, aber sieht richtig fresh aus, Digga. Vor allem mit dem Badge da noch. Sole Champion. Sesam, öffne dich. Dankeschön. Was ist hier für ein geiler Kronleuchter noch? Digga, in der Türkei ist, die ganzen Hotels sind so edel immer. Let's go outside. Let's go. Let's go. Ah, hat er schon den Matchhall, der Frechplatz? Voila, ja. Will ich auch. Elite World Grand Hotel heißt das. Cool. Was geht hier ab? Eine Hochzeit, oder was? Voll schönes Wetter auch, aber ist auch ein bisschen windig. Das heißt, es ist nicht zu schwül. Richtig angenehm. Ich habe gerade eben mal geguckt, Leute. Ich habe jetzt eigentlich ein Taxi bekommen. Man braucht für 25 Kilometer 1,5 Stunden bis ins Zentrum. Puh. Dieses ovale Hochhaus, by the way, Leute, ist mein Hotel. Are you Galatasaray, Fenerbahce oder Besiktas? Galatasaray. Ultra-Aslan, ne? Ultra-Aslan, ja. Der Fahrer gibt so Stoff, der hupt die ganze Zeit alle Leute an und überholt die. Es ist keine Wolke am Himmel. So nice. Ich habe gestern 200 Euro in Lira gewechselt, da ist auch schon einiges weg, aber schaut mal, was das für ein fetter Batzen ist. Boah, man sieht schon das Meer im Hintergrund, Leute, mit den Schiffen. Ey, ist das wunderschön. Guck mal, wie viele City-Fans da auch schon sind. Ich glaube, die machen sich schon langsam auf den Weg zum Stadion. Here we go. Ah, geil, ja, hier ist das Champions Festival. Da werden wir auch auf jeden Fall nachher mal hinlaufen. Ich laufe jetzt einfach den Rest, weil guckt euch diesen Verkehr an, Leute. Man kommt gar nicht voran. Oh mein Gott, Leute. Wie schön ist das bitte hier. Die sind alle am Angeln. Boah, was eine Aussicht, wirklich. Da hinten blickt man auch so ins Stadtzentrum von Istanbul rein. Ich glaube, da befindet sich auch Besiktas, wenn ich mich nicht orientiere. Und da vorne befindet sich auch schon die Sultan Ahmed Moschee oder auch Blaue Moschee genannt. Wir haben einfach schon fast 15 Uhr und ich habe noch nichts gegessen, Leute. Aber hier gibt es Kebab. Es ist, glaube ich, mein 4. Mal in der Stadt, aber in so einem tiefen Istanbul war ich noch nicht. Das Kätzchen, hier sind sowieso auch so viele Straßenkatzen. Oh, dieses Wasser, was da so rausgesprüht wird, ist so key. Ah, da ist auch ein Galatasaray-Fan. Hier verkauft Orangen. Nice. Ah, ich will einen Orangensaft. Jawohl, let's go. Hey, wie schön diese Hausfassade schon wieder ist. Ey, du Kleine, machst du einen Mittagsschlaf oder was? Was geht ab, Habibi? Alles klar, Bruder? Jetzt probieren wir aber erstmal dieses leckere Schmocki-Mocki.
Oh. Sehr, sehr frisch. Ey Leute, ich bin so geflasht. Zu dem Schmuckstück kommen wir gleich. Das schaut hier einfach aus wie in so einem Film. Das sieht so surreal aus. Digga, wie Wunder. Schön ist das. Toll, das mal in echt zu sehen. Ey, komm mal hier, Zuschauer. Ist auch ein Spiel, oder? Danke, nee, leider nicht. Wir sind hier mit der Kreuzfahrt. Ah, okay. Ja. Okay, viel Spaß, gell? Danke, ja. Ciao. Gefreut, Niklas. Tschüss. Ah, Anton, ja. Ja, kenn ich. Ciao. Da ist auch einer am Start mit Lautaro-Trikot. Der könnte heute sehr wichtig werden, dem Spiel. Ich komme nicht drauf klar, gell? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wirklich selten so was Schönes gesehen, echt. Man muss sich einfach mal vorstellen, dass das vor fast 500 Jahren erbaut wurde. Ganz, ganz krass, Leute. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu kommen und das einmal in echt zu bewundern. Ist einfach wie in einem Film. Istanbul, Champions League Finale 2023. Wir sind dabei. Da ist einer mit Fenerbahce-Trikot und Barca-Beutel. Sympathisch. Ich try jetzt hier mal dieses Sultan-Restaurant. Gibt's auch schon seit 1971. So Hunger. Ah, alright. Was haben die denn hier alles? Wraps, Burger, oh, Pancakes, sogar Pizza. Okay, what can you recommend? Also, die Kellnerin hat mich hier jetzt diesen Döner-Wrap empfohlen. Schauen wir mal, was der kann. Na, ja. Ich würde sagen, so eine 7, Leute. Stabil. Ist okay für so einen Touri-Laden wahrscheinlich. Digga, da vorne sind, glaube ich, sogar City-Fahnen aufgehangen. Da auch einer mit Interschal. Wirklich, die ganze Stadt ist voller Fans. Do you think City gonna win today? Of course. Your first Champions League title, yeah? I wish you good luck. Bye. Haaland. Geil, ey. Also, sie haben super gute Laune. Bei dem Café haben sie sich auch Mühe gegeben. Hier überall mit den Inter- und Man City-Fahnen. Opa, fast gestorben. Ich sag's euch gerade ehrlich, Leute. Ich laufe einfach ohne Navi entlang Richtung Meer und dann wieder nach rechts, weil dort war das Champions Festival. Freestyle, Me-Style. Ey, wo bin ich hier? Hoffentlich finde ich überhaupt hier raus. Boah, schau mal. Digga, der ist genau da oben gelandet einfach. Mein Tipp für heute lautet übrigens, 2-1 nach Verlängerung für Manchester City. Ich glaube, es wird spannender, als wir denken. Hier sind auch überall solche richtig schönen Graffitis an den Wänden. Zack. Und da hinten geht's auch weiter. Boah, da auch noch. Krass, die haben alles voll bemalt. Boah, in dieser Hängematte würde ich mich da jetzt aber auch sehen. Very beautiful, yeah? Oh, boah, Digga. So erschrocken, ey. Junge. Ja, man muss hier aufpassen, Istanbul, Leute. Die hupen sofort, Mann. Ey, es sind so viele Katzen hier. Guckt euch das mal an. Das hört nicht auf. Was war eigentlich los, Leute, in den letzten 7 Tagen auf dem Transfermarkt? Die schlimmste Nachricht für mich war einfach der geplatzte Wechsel von Messi zu Barca. Er ist tatsächlich zu Inter Miami gegangen. Aber ja, ich kann ihn verstehen, er möchte einfach nicht dafür verantwortlich sein, dass Barca Spielergehälter kürzen muss, extra für ihn oder Spieler sogar verkaufen, um bald einen 36-jährigen Messi wieder zurückzuholen für 1-2 Jährchen. Weil, sind wir mal ehrlich, es ist keine Zukunftsinvestition. Und er möchte einfach raus aus diesem Erfolgsdruck. Er hat alles in seinem Leben gewonnen und jetzt einfach noch Fußball genießen. Er meinte, in Paris war er sehr unglücklich und in Miami hat er auch schon öfters Urlaub gemacht. Und er wollte einfach nicht nochmal das durchleben, was er vor 2 Jahren durchmachen musste, wo ihm leere Versprechungen gemacht worden sind. Und er brauchte einfach eine Garantie für sich selber. Noch detailreicher werde ich dann in meinem Fußball-Podcast zusammen mit dem Tone darüber reden. Ansonsten, Leute, ist noch Karim Benzema zu Al-Ittihad gewechselt nach Saudi-Arabien für insgesamt 600 Millionen Euro netto. Gehalt für 3 Jahre, genauso wie auch N'Golo Kanté. Der ist aber noch voll jung, also das verstehe ich irgendwie gar nicht. Klar, unglaublich viel Geld. Ich glaube, die bekommen auch irgendwie 100 Mios im Jahr. Aber ich meine, der ist erst 32. 3 Jahre hätte der noch im Tank. Also ja, die beiden nach Saudi-Arabien, Messi nach USA, Cristiano und Messi nicht mehr in Europa. Die Ära hat ein Ende. Das sieht ja auch cool aus. Bestimmt leuchten die Dinger oben am Abend alle. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Hier sind ja quasi nur City-Fans überall. Schau mal, da, links. Recht, überall. Die Menschen hier sind aber ultra gastfreundlich, sagen ganz in seinem Welcome to Istanbul, Welcome to the City. Man merkt voll, dass sie so ein Paradebeispiel sein wollen für einen Finalausrichtungsort eines Champions League Finals. Vor allem, ich glaube, es wurde 2 oder 3 Mal verschoben. Es hätte ja schon damals vor 3 Jahren hier sein müssen, als Bayern die Champions League gewann. Dann wurde es ja nach Lissabon und so verlegt. Let's go. Ich bin jetzt hier über diese Brücke gecrossed, Leute. Wieder Richtung Strand. Digga, wie viele Autos hier einfach durchfahren. Wir haben einfach über 5 Stunden vor Anpfiff und so viele Menschen stehen schon an
um zum Stadion transportiert zu werden von den Fanbussen. Man muss hier halt wirklich den Traffic mit einberechnen, aber ich möchte trotzdem noch schnell einen Blick hier hineinwerfen und dann machen wir uns auch langsam auf den Weg. Oh geil, ich glaube, die haben schon das neue Trikot hier mit Haaland. Let's go! Das größte Spiel in Europa. Wer setzt sich heute die Krone auf? So, jetzt muss man hier auch durch so einen Security-Check. Wir haben einen Flughafen. Also, was haben wir da? Ich glaube, da kann man so Sachen gewinnen. Dort hinten sehe ich schon XXL-Fußball-Dart. Junge, ich muss hier so schreien. Die Musik ist ja todeslaut. Ja, das ist natürlich sehr geil für die Kids, ne? Hier mit solchen offiziellen UEFA Champions League-Leibchen auch noch. Können sich hier ein Spielchen machen. Ah ja, und hier in der Mitte stand bestimmt die Champions League Trophäe, aber die haben sie jetzt schon wegtransportiert, so kurz vor Anpfiff. Das ist auch eine geile Idee. In all diesen Schaukästen ist quasi jede einzelne Champions League Mannschaft aus dieser Saison abgebildet. Ja, Barca war auch mal drin, Leute, man glaubt es kaum. Ich hoffe wirklich, nächste Saison kommen wir weiter und kriegen nicht wieder aus der Gruppenphase raus. Mein Herz kann das nicht mehr. By the way, Freunde, das ist der letzte Stadion-Vlog aus dieser Saison von mir. Danach mache ich eine kleine Sommerpause, bis es dann wieder richtig losgeht mit den Preseason-Games etc. Aber keine Sorge, es kommen auch ein paar Überraschungsvideos noch dazwischen. Ich möchte mich aber jetzt an dieser Stelle schon mal bei euch bedanken, dass diese Saison wieder so ultra krass lief, wie auch schon die letzte. Ihr seid die Besten und es geht immer weiter. Man kann sich das aber sehr gut vorstellen. Hier wird es dann nachher ein sehr großes Public Viewing geben. Man kann sich Getränke, Essen, alles jederzeit holen. Also haben sie wirklich echt hier groß aufgezogen. Ich bin schon so viele Schritte gelaufen, Leute, ich kann nicht mehr. Die Sonne prallt so auf den Schädel. Aber ich möchte mich nicht beschweren. Es macht so Spaß, hier alles zu erkunden. Ich laufe jetzt hier so ein bisschen weiter an der Küste und versuche ein Taxi zu schnappen. Oh yeah, auf so einem Stein würde ich mich aber auch kurz sehen. Ey, da ist sogar da geht wieder eine Katze drauf, noch eine zweite. Da vorne sind sogar welche im Wasser. Sehr, sehr fresh. Leute, das letzte Mal, als Inter Mailand im Champions League Finale war, haben sie es auch gewonnen. Das war 2010 im Bernabeu gegen den FC Bayern mit dem Doppelpack von Milito. Aber ich glaube trotzdem, Erling Haaland wird heute sein Triple eintüten und damit auch den ersten Champions League Titel in der Geschichte von City gewinnen. Oder bringt diese schwarze Katze doch Pech für Haaland? Wir wissen es nicht. Wenn, dann lag es an ihr. Ey, das ist das fünfte Jubel, was ich versuche zu rufen, Leute. Ich muss hier so verhandeln. Er sagt, warte, ich nehme es für 70 Euro, das Geld bekomme ich im Voraus. Der andere wollte 150, Digga. Keiner will mich dahin fahren wegen dem Verkehr. Voll gut, dass es aber hier die Übersetzungsfunktion gibt. Gelli, soll ich kommen? Okay, Gelli, rum. Okay, ich komme. Ich habe jetzt doch ein anderes Taxi geschnappt, Leute, und bin jetzt hier bei dem Opi drin. Und der war so süß. Er hat einfach zu mir gesagt, dass es nicht mal 20 Euro kostet, also einfach wahrscheinlich der normale Preis. Aber ich werde ihm jetzt auf jeden Fall mehr dafür geben, dafür, dass er einfach nur ehrlich war und mich nicht abziehen wollte. Ich laufe den Rest ohne Sinn. Man braucht für die letzten 3 Kilometer immer noch über eine Stunde mit Auto. Es wird immer mehr und mehr. Also Freunde, man merkt einfach, dass hier knapp 30 Millionen Menschen in der Stadt wohnen. Ja. Die haben einfach Sirene dabei, Mann, die Zivi-Autos hier. Das Spiel findet ja nicht im Stadion von Gala oder Besiktas statt, sondern in der Nähe von Başakşehir im Atatürk Olympiastadion. Dort passen 75.000 Menschen rein, das größte in ganz Istanbul. Ey, wo man hier überall durchlaufen muss, durch diese Berge hier. Ich glaube, dahinter befindet sich irgendwo das Stadion. Was jetzt? Oh, mein Gott, Digga. Eskalation hier in Istanbul. Da oben fliegt auch schon Heli entlang. Okay, hier werden auch noch Sachen verkauft ohne Brezel, oder was? Da hat sich einer für das gute Omen das Milito-Trikot heute angezogen. Jawohl, ich bin auch schon durch den ersten Security-Check durch. Und da vorne haben wir auch schon das Olympiastadion. Man kann auch schon so ein bisschen auf die Tribüne gucken. Und die singen Bernardo Silva. Ach du Heilige, was denn da passiert? Einfach eine riesige schwarze Rauchwolke. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Ich muss mich jetzt erstmal ganz kurz orientieren. Hier war ich noch nie. Oh, sympathisch, einer mit Argentina-Jersey. Ich laufe aber jetzt erstmal hier in dieses Champions Village, was ja auch noch aufgebaut ist. Boah, das ist aber, glaube ich, die Frontalansicht mit den beiden Mannschaftswappen. Der nächste Heli oben. Ich habe echt schon ein paar mit Barca-Trikot heute gesehen. Wir kommen wieder in ein paar Jahren. Bevor es weitergeht, gibt es noch eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Das heutige Video ist gesponsert von der besten Fußball-App OneFootball. Die App, die ich tagtäglich benutze, um immer auf dem bestmöglichen neuesten Stand zu bleiben im Weltfußball. Sie ist natürlich kostenlos. Ich benutze sie mittlerweile schon seit 3 Jahren, die App. Link ganz oben in der Videobeschreibung. Hier beim Home-Bereich gibt es einige coole Funktionen. Wir klicken jetzt ganz oben mal hier auf Transfers und dann auf Top. Und dann ist hier alles sofort sortiert. Natürlich ist aktuell Jude Bellingham ganz oben. Ich muss ehrlich sagen, 100 Millionen Ablöse so
Summe hat mich ein bisschen überrascht. Also ich hätte wirklich gedacht, er wird um einiges teurer. Klar, da kommen noch ein paar Add-ons drauf. Aber Ousmane Dembélé zum Beispiel damals war deutlich teurer zu Barca. Diese Funktion wird dann natürlich vor allem interessant, wenn dann das Transferfenster wieder so richtig geöffnet ist. Das ist aber mein Lieblingsfeature, denn bei Profil kann man seinen Lieblingsverein hinzufügen und dann bekommt man nur noch darauf spezifiziert Infos angezeigt. Hier zum Beispiel drängt Kimmich auf Wechsel zum FC Barcelona. Ja, um Josu gibt es wirklich einige Gerüchte, ob er vielleicht zu Barca wechselt. Er hatte ja sogar bei der WM in Katar Kontakt mit Xavi persönlich. An Pavard ist Barca auch dran, genauso wie auch an João Cancelo. Ich glaube, den würde ich ja noch am meisten feiern. Meunier zum FC Barcelona, oh bitte nicht. Barca verpasst Rafinha ein Preisschild. Ja, würde natürlich Sinn machen, den ziehen zu lassen, zwecks Financial Fairplay, aber rein leistungstechnisch glaube ich auf jeden Fall an den Brasilianer und seine erste Saison war alles andere als schlecht bei uns. Also bei Barca gibt es auf jeden Fall eine Überflut an Spekulationen. Auch Eric Garcia steht zum Verkauf. Mal schauen, was jetzt alles in den kommenden Wochen passieren wird. Bei Saison können wir natürlich dann auch die ganzen Statistiken anschauen. Das wird dann auch wieder vor allem interessant, wenn dann die kommende Saison losgeht, den Kader uns angucken. Dann hier bei Spiele werde ich dann nachher auch auf das heutige Match klicken und dann kurz vor Anpfiff dort auch die Aufstellungen anschauen oder in der Halbzeit die Statistiken dazu mir ansehen. Beim Home-Bereich können wir uns auch noch kostenlos Highlight-Videos anschauen, hier zum Beispiel auch von Ronaldo und Al-Nassr. Man kann sich aber auch noch Videos anschauen von den besten Pressekonferenzen aussagen. Was jetzt hier zum Beispiel De Bruyne meinte vom Champions-League-Finale zur Haaland-Bromance. Bin glücklich mit meiner Frau. Inter Mailand im UCL-Finale, bereit zu sterben. Ja, ich bin mir sicher, die Spieler werden heute alles, was nur geht, auf den Platz lassen. Ich öffne die App mindestens 3-4 Mal pro Tag, Leute, und scrolle dann einfach hier durch die News. Hier zum Beispiel noch, was Rüdiger über Havertz-Gerüchte meinte. Ich habe im Verein nichts zu melden. Ich muss aber ehrlich sagen, ich würde es ziemlich feiern, auch als Barca-Fan, wenn Kai zu Real wechseln würde. Also Leute, downloadet euch kostenlos OneFootball. Link dazu ist ganz oben in der Videobeschreibung. Und jetzt weiter geht's. Bei so einem Spiel darf natürlich auch ein hohes Polizeiaufgebot nicht fehlen. Sorgen hier für genug Sicherheit. Aber bisher ist auch alles wirklich sehr, sehr friedlich. Die ganzen Menschen werden hier zurückgedrängt. Ich habe keine Ahnung, was da im Anflug ist, Leute. Vielleicht der Mannschaftsbus. Entweder von Inter. Oh, das ist glaube ich. Wer ist das? Inter oder City? Boah, krass. Ich glaube, das sind sogar Militärautos, oder? Der muss hier rein, Leute. Ey, Haaland fährt gleich an uns vorbei. Das ist wirklich der City-Mannschaftsbus. Ey, was für ein Timing. Da drin ist einfach Haaland, Digga. Ich glaub's nicht. Aber man sieht 0,0 was durch. Ich kann mal versuchen reinzuzoomen. Ne, das ist komplett abgetönt. Ich muss jetzt bei diesem Gate hier rein und dann den Weg hier hochlaufen und dann so offen ins Stadion rein. Also ist wirklich speziell konstruiert. Also der Eingang zum Stadion hat ja so unkompliziert geklappt. Wirklich, ich musste nicht eine Sekunde anstehen. Einfach direkt durch. Die Tickets sind natürlich alle personalisiert. Hier steht mein Name drauf. Kategorie 1. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich werde es in den kommenden Jahren noch erleben, Leute. Dass Barca es auch nochmal ins Champions-League-Finale wieder schafft. Okay, es ist nicht gefälscht. Passt. Ich bin so gespannt, was heute für eine Stimmung abgehen wird. Ich denke aber, dass die Inter-Mailand-Fans deutlich lauter im Stadion sein werden als die City-Fans. Aber wer weiß, you never know. Schon mal echt ein spezieller Eingang hier. Oh mein Gott. Oh, wow, wow. Alter, das ist ja schon direkt hier die Inter-Kurve. Wie viele da schon da sind. Es dauert noch über eine Stunde, bis es losgeht. Man blickt hier vom Stadion aus auch noch hier auf dieses Panorama. Ey, was ist das gerade für ein geiler Sonnenuntergang, bitte. So schöne Farben. Und der erste Blick jetzt gleich ins Stadion. Das, meine Damen und Herren, ist die heutige Kulisse für das UEFA Champions League Finale 2023. Das ist die komplette Kurve von Man City. Nicht mal ansatzweise jetzt schon so sehr gefüllt wie die Kurve da drüben. Hier links, rechts sind überall schon Journalisten an ihren Laptops am Arbeiten. Leute, neben mir sind noch ein paar andere geladene Gäste von EA. Und neben mir ist Lea. Die ist ein Hardcore Real Madrid-Fan. Ich muss ein ganzes Spiel neben ihr sitzen. I don't know what he's saying, but Real Madrid. Yeah. No, Real Madrid. Ich sag euch aber ehrlich, ich glaube, ich hätte das Spiel viel mehr im Besiktas- oder Gala-Stadion gefühlt, weil es einfach viel kompakter gebaut ist. Hier sitzt du so weit weg vom Rasen, jetzt sind wir auch noch hier oben. Aber ja, dabei sind sowieso alles Freunde, aber ich denke sowieso, wird hier auch für eine gute Atmosphäre gesorgt werden. Die Mannschaft von Inter Mailand kommt rein und wird euphorisch begrüßen von ihrer Kurve. Warte mal, wo ist Lautaro? Schau mal, die schreien direkt alle. Ich habe ihn entdeckt, den Argentinier. Wird er die WM gewinnen und Champions League in einer Saison? Oder Alvarez auf der anderen Seite? Kommt schon auf Lucio Lotto. Da vorne wird gerade der Champions League-Pokal weggetragen. Und jetzt kommt Manchester City rein. Wird komplett ausgebuht. Man hört fast nur Pfiffe, Leute. Boah.
der Block hält schon zur Hälfte die Choreo hoch. Los, Erling, Leute, ganz am Ende da mit dem Leibchen. Unauffällig läuft der Norweger sich warm. Ich glaube, die Inter-Fans singen auch direkt irgendwas mit Bafangulo. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen für Inter, für den Underdog. Das wäre einfach für mich die noch krassere Geschichte, wenn sie das echt heute packen. Mal schauen, was hier dieser Stadion-Hamburger drauf hat. Drei von zehn, allerhöchstens. Ganz, ganz komisch. Und hier sehen wir die offiziellen Aufstellungen. Bei City gibt es gar keine Überraschungen. Grealish startet von links mit Bernardo Silva auf Außen, Gündogan und De Bruyne in der Mitte, Haaland vorne, Rodri und Stones, Ake, Diaz, Nakanji. Also die absolute Top-Elf. Bei Inter Mailand ist Lukaku zunächst erstmal auf der Bank. Und Edin Dzeko hat es in die Startelf geschafft. Sonst Brozovic, Çalhanoğlu, Barella, alle dabei. Also es wird extrem spannend, Leute. Und natürlich gucke ich mir wie immer die Aufstellung bei der One Football App an. Jetzt hört man auch mal die City-Fans. Die stimmen ihre Hymne an. Und jetzt legen die direkt nach. Sie übertönen sie sofort wieder. Sie singen dies. Na, 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 na. Startaufstellung von Inter Mailand jetzt. Lautaro. Lautaro. Guckt euch mal an, wie viele Taschenlampen da ansehen von den Handys. In wenigen Minuten geht die Zeremonie los. Ich freue mich auch immer vor allem auf den echten Opernsänger oder Sängerin, die dann die Hymne auch singen. Das kommt immer zu episch. Und die Lichter gehen aus im ganzen Stadion. Alter. Geil, auch die Stadt ausschaut bei Nacht. Wie geil, Digga. Kann man nicht warm machen. Mit dem Fokus. Oi, oi, oi. Let's go. Das ist jetzt schon viel geiler als letztes Jahr. Da fand ich sie ein bisschen enttäuscht, die Zeremonie. Gegen Wolverhampton oder so spielen, Freunde. Wirklich, man hört nur die Fans aus Mailand. City ist langsam und konzentrierter. Inter Mailand mit immer mehr Ball gewinnen. Ja, jetzt Brozovic in der Mitte ziemlich frei. Auf Lautaro. Oh! Oh mein Gott! Jawohl, jetzt wachen die mal auf. City, the best team in the world, schreien sie. Oh, jetzt! Haaland! Oh! Und Haaland hält! Rodri verliert den ersten auf Grealish. Mit der Flanke, nein, wird geklärt. Stones mit dem Ball gewinnen. Auf De Bruyne. Am ersten vorbei. Und?
ungefährlich. Kein Problem für Onana. Oi, 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 der ganze Block ist am Springen. Oh mein Gott, Leute, ich fasse es nicht. Der Bräune hat gerade eben noch aussignalisiert, er muss raus. Das tut mir so leid für ihn. Die Geschichte wiederholt sich. Erinnert euch, vor 2 Jahren im Finale gegen Chelsea musste er ebenfalls verletzt sehr früh raus. Das kann ein Schussmoment sein für Inter Mailand. Boah, er klatscht natürlich jetzt noch ab mit Pep Guardiola, aber in seiner Haut möchte man gerade nicht stecken. Wie kommt Phil Foden rein? Schaut mal, der Herr hat sogar auf seiner Wade das Man City-Wappen tätowiert. Es ist Halbzeit, City ist schon die bessere Mannschaft, Freunde, aber trotzdem läuft bisher alles nach Plan für Inter, ne? Ich glaube, sie wollen einfach so lange wie möglich die Null halten und irgendwie dann Lack dran schwachen. Das ist die Strategie. Boah, so bitter der Ausfall von Kevin De Bruyne, ne? Mei, mei, mei. Zweite Hälfte läuft wieder. Lautaro. Oh, Çalhanoğlu Schuss wird geblockt. Inter flankt. Oh, versucht vielleicht. Sie belieben, die Fans, sie belieben. City schafft es einfach nicht, ihre Bestform heute auf den Platz zu bringen. Und Inter spielt halt dreckig, so wie man es auch machen muss gegen City. Oh mein Gott, Lautaro, was fehlt was? Nein, Ederson hält. Boah, es sind hier so konzentriert. Was ist mit denen heute? Boah, toller Pass. Auf Phil Foden. Vielleicht jetzt mit dem Konter. Foul. Gelbe Karte, die erste Spiels. Freischuss City jetzt. Und jetzt hat. Guter Pass. Und. Ja. Die spielen nicht überragend, aber es reicht irgendwie zunächst erstmal für die Führung. Wir haben 25 Minuten, aber noch Zeit für Inter Mailand jetzt auszugleichen. Denn jetzt ist es zu gehen, es wird nicht 1-0. Der Junge ist so am Zittern, Digga. Jetzt auch das allererste Mal, dass die Inter Mailand Fans komplett leise sind. Wurde einfach außerhalb vom Stadion so ein Feuerwerk gestartet. Und sie schreien City, City, the best team in the world. Oh, das wäre so krass fürs Spiel, wenn Inter den Ausgleich schießen würde. Dann wäre ich hier richtig Feuer am Spiel. Oh. Dann wäre ich hier richtig Feuer drin. Oh, 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 Latte! Oh mein Gott! Was ist da? Was passiert da? Ich glaube, es war eh Abseits, oder nein? Angeschaut, es war kein Abseits. Was eine Riesengelegenheit hier quasi direkt nach der Führung zum Ausgleich. Oh. Lukaku! Nein! Oh. Romelu mit der richtigen Chance. Inter gibt nicht auf. Phil Foden! So eine grandiose Bewegung, Digga. Sein First Touch war überragend. Dann ist fast die ganze Abwehrkette ausgekurbelt. Ja, jedes Champions League Finale ein Foul aus. So lame. Es passiert noch was. Haben sie gut gespielt. Der kommt. Gefährlich. Immer noch gefährlich. Zwei dabei. Lukaku! Nein! 5 Minuten Nachspielzeit in Istanbul. Die letzten Sekunden laufen in der regulären Spielzeit. Ederson hält ihn fest! Schiri wird gleich im Moment abpfeifen. Damit wird Manchester City
das erste Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Champions League gewinnen und damit das Triple einfahren. Wow. Einfach ein sehr historisches Triple. Oh, letzte Aktion des Spiels. Eine letzte Chance vielleicht doch. Eine letzte Flanke, ich weiß nicht. Oh, jetzt muss sie aber reinkommen. Brozovic. Auf Außen. Oh, hat nochmal die Ruhe. Uiuiui. Oh mein Gott. Ecke, Ecke. Er gibt die Ecke noch. Ja, Schiri gibt noch die Ecke. Oh, die sind so am Schwitzen. Sohn und Vater. Ich stelle euch vor. Und Anna macht jetzt in der 95. Minute ein Kopfballtor. Das wäre was für die Geschichtsbücher. Achtet auf den Torwart. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Nochmal. Nein, das war's. Ederson. Hat die Parade. Alter, seines Lebens nochmal gemacht. City gewinnt die Champions League. Boah, was für eine Dramatik hier. In den letzten Sekunden. Er ist ganz allein. Er hat es festgehalten. Oh mein Gott, Leute! Sini hat es geschafft! Sie hatten heute nicht den besten Tag! Aber egal, am Ende des Tages zählt das Ergebnis und sie haben es geschafft! Herzlichen Glückwunsch zum Triple! Und hört zu, die Interfans stimmen sofort den Gesang an! Auch ein Riesenlob an die! Wirklich, können sehr stolz sein auf ihre Mannschaft! Die haben hier einen Riesenkampf den Citizens geboten! Schau mal, er ist am Weinen, Leute! Man kann es sehen. Wo ist Haaland, Leute? Ah, jetzt sehe ich ihn. Er hat es geschafft. Das ist wahrscheinlich auch der Ballon d'Or für ihn. Ich gehe davon aus. Auch Glückwunsch an Pep Guardiola. Er holt bereits das zweite Mal. Ich glaube, das ist noch nie einem Trainer gelungen. Das Triple. Und Haaland holt sich seine Medaille. Wohlverdient, Digga. Genieß es. Berührt es schon einmal den Pott? Yeah! Morgen, Herr Christian Aufschneider. Und Gündogan als Captain läuft jetzt mit dem Henkelpott zur Mannschaft. The winners of the UEFA Champions League 2023. Wie interessant das Stadion auch bei Nacht aussieht. Jetzt aber endgültig. Good night.